Vielen Dank, Heinz. Ich bin Sylvia und wir haben gerade von dir gelernt, wie man agil Kompetenz explorativ weitergibt und vielleicht erzählst du noch mal kurz. Ja, wobei ich glaube, dass man Kompetenzen nicht entwickeln kann, sondern entfalten kann und dazu braucht es Leitplanken und Schutzplanken und natürlich den Sinn, warum möchte ich das überhaupt? Warum möchte ich diese Kompetenz entfalten? Und glaubst du, dass Unternehmen den Mitarbeitern einen Sinn vermitteln können oder muss der Sinn aus den Mitarbeitern herauskommen? Ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen Sinn vermitteln müssen, aber dass der Mitarbeiter sich freiwillig diesem Sinn verschreiben muss. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen nur existieren, weil die Sinn in dieser Welt machen. Aber das Einschreiben, dem Sinn sich verpflichtet fühlen, muss jeder aus dem Herzen heraus machen, dass er sich dem Sinn, ja. Und bedeutet das, dass der Mitarbeiter auch dann an der Sinnbildung beteiligt ist, im optimalen Falle? Ja, das bedeutet das unbedingt. Okay, vielen Dank. Und ich glaube, jetzt sind wir mit unserer Zeit am Ende. Es war schön, mit dir zu sprechen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei dir zu lauschen. Dankeschön. Danke. Also ich bin seit 10 Jahren auf dieser Erde und versuche oder trage agil in die Welt. Und agil heißt für mich, den Menschen wieder Sinn zu geben, Identität in der Arbeit zu stiften und ein Umfeld zu schaffen, eine Mitwelt zu schaffen, die durch Leitplanken und Schutzplanken Menschen befähigt, wieder gemeinsam kreativ und produktiv zu werden. Und um das in die Welt zu tragen, haben wir vor 10 Monaten eine Akademie gegründet mit dem Ansatz über Schulung, über Coaching, über Begleitung, diese Kompetenz in die Welt zu bringen.